Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Harzner mit einem kleinen Sicherheitsupdate bzw. mit einem kleinen Sicherheitstipp. Ich bin neulich über einen Artikel bei Heise gestolpert, den ich interessant fand, weil mir diese Problematik nicht so bekannt war. Es geht um Online-Virenscanner. Es geht um Dienstleister, bei denen man online über eine Webseite Dateien hochladen kann, um die zu prüfen auf Schädlinge, auf Malware, Viren und so weiter. Word-Dokumente, ausführbare Dateien und so weiter. Zumeist kostenlose Dienste, die ich nutzen kann, um eben einfach eine Datei, die ich per E-Mail bekommen habe, beispielsweise prüfen zu lassen. Das sind auch Dienstleister wie beispielsweise hier Virus Total ist einer oder Hybrid Analysis. Das an sich ist auch nichts Anrüchiges, ist auch nicht verboten und die sind auch nicht gehackt worden. Das ist nicht gefährlich. Und ich bringe meinen eigenen Rechner damit auch nicht in Gefahr oder mich selber oder meine Daten oder ähnliches. Das Problem ist, dass Heise gefunden hat oder hier darauf aufmerksam macht, dass die Dateien, die man dort hochlädt, natürlich quasi das Gold der heutigen Zeit sind für die Dienstleister, die damit nämlich sozusagen ihre Algorithmen, ihre Datenbanken und generell eben ihre Antiviren-Software eben aktuell auf dem laufenden Stand halten können. Das ist ja was Gutes. Das Problem ist, nur dazu müssen sie eben diese Dateien bekommen und teilweise werden die Dateien dann auch abgelegt und die Berichte sind teilweise öffentlich einsehbar. Das heißt, wenn ich eine Datei nehme und die hier online auf so einen Online-Dienstleister hochlade, dann sind die Inhalte und auch alle personenbezogenen Daten in dieser Datei bei dem Dienstleister und damit öffentlich einsehbar. Das ist im Privaten vielleicht etwas kritisch für mich selber, wenn ich jetzt etwas, wenn ich selber ein Word-Dokument schreibe und nichts Böses damit mache, dann mache ich das natürlich nicht. Aber wenn ich eine E-Mail bekomme oder sowas, dann könnte das eine Rechnung sein, ein Arztbrief. Finanzdaten, irgendwas ähnliches. Wenn ich das alles hier hochlade, tja, dann steht da unter Umständen mein Name, meine Adresse und eben was weiß ich. Meine finanzielle Situation ist hier öffentlich abrufbar bei dem Dienstleister. Damit erkläre ich mich auch einverstanden, wenn ich hier nämlich draufklicke, steht nämlich auch hier, please do not submit any personal information. Ja, also mach das bitte nicht. Im beruflichen Umfeld aber, und jetzt wird es kritisch, im beruflichen Umfeld ist es auch gefährlich, denn Heise hat hier beispielsweise Bewerbungsdokumente gefunden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was weiß ich, mein Zahnarzt braucht ein Blutbild von mir, um zu wissen, ob, was weiß ich, der Harzner HIV-positiv ist und fragt meinen Hausarzt und der schickt eine Datei per E-Mail rüber und da sitzt ein Mitarbeiter und sagt, ich prüfe das mal eben online. Zack sind, was weiß ich, meine Blutwerte, Cholesterin, HIV, keine Ahnung, irgendwas, ja, oder Röntgenbilder, schlag mich tot. Meine ganze Geschichtsakte oder sonst irgendwas, gesundheitliche Daten sind plötzlich online abrufbar. Ja, nicht aus böser Absicht, sondern nur, weil jemand sicher gehen wollte, oh, ist da vielleicht ein Virus in der Datei. Und es wird ja auch gerade von uns aus der IT, die IT sagt ja, holt euch einen Virenscanner. Ja, prüft eure Daten und seid auf der sicheren Seite. Da sagen dann viele Leute, naja gut, dann benutze ich halt eben das Aktuellste und das Beste, was es gibt. Ein Online-Dienst ist irgendwo naheliegend. Nur bitte im Kopf behalten, die Dateien sind danach öffentlich einsehbar. Das war mir so auch nicht bewusst, dass dieses Problem existiert. Kurzum, Fazit, wenn ihr solche Dienste benutzt, könnt ihr natürlich machen, ist nicht verboten, ist sogar gut. Hilft ja natürlich auch den Dienstleistern hier ihre Datenbanken aktuell zu halten. Das ist an sich nichts Schlechtes. Achtet nur bitte auf die Daten, die ihr da hochladet. Denn das kann Ärger geben. Zumal jetzt darüber eben ein Artikel bei Heise erschienen war. Und damit das Thema vielleicht, ja, wie soll man sagen, das lesen auch die bösen Jungs, ne? Also vielleicht im Hinterkopf behalten oder mal gucken, wie sieht es mit den Kollegen aus im Büro. Nutzt das jemand bei euch im Umfeld? Also könnt ihr gerne weitersagen und den Link unten weitergeben. Achtet ein bisschen drauf und schärft mal so ein bisschen euer Bewusstsein. Mich hat es ein bisschen erschreckt, deswegen dachte ich, ich teile das eben mit euch. Euch wünsche ich natürlich Gesundheit und alles Gute und verbleibe erstmal als euer Harzner. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Unten ist eine Kommentarsektion. Nutzt das bitte oder kommt auf meinen Discord. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.